So, hier sind wir wieder, ein Holzfäller. Let's Play. Simulator 2013 natürlich. Ich habe gleich doch noch eine Folge gemacht, weil mich das doch ein Wunder nimmt, wie ich zu meinem Fahrzeug komme. Ich habe es definitiv gekauft. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier ist es. So könnte ich es verkaufen. Will ich aber nicht. Ich frage mich jetzt gerade, wo ich meinen Van finde. Ich habe wieder einen Auftrag, wo ich Bäume fällen müsste. Grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, da es hier mein Zuhause ist, müsste der Van auch eh noch hier sein. Allerdings sehe ich hier nirgends eine Garage oder einen Parkplatz, wo ich sonst oder sonst hingestellt werden könnte. Ich habe zuerst gedacht, der kommt hier in die Halle rein. Aber irgendwie ist nicht so. Vielleicht hier und hier. Ne, also mein Hall ist definitiv leer. Ach so! Ja, das war ja einfach. Okay, wo stehe ich jetzt? Gut, da werden wir jetzt mal schauen, was wir haben. Sehen wir mal an. Kann wenigstens bequem zu unserem Auftrag fahren. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, schlägt ein bisschen krass schnell ein. Aber immerhin geht es jetzt ein bisschen flotter als vorhin zu Fuß. So, wie ich es gerade sehe, wie gesagt, die Karte ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich müsste irgendwie jetzt rechts abbiegen hier vorne zur Straße. Ach du. Ja, also. Bleib bis üben, die Steuerung wird wirklich echt zum Gewöhnen. Ich fahre jetzt auch schon gerade 60, keine Ahnung, Meilen? Stundenkilometer? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Komme ich jedenfalls nicht so sehr, sehr, sehr schnell vor. Ich kann auch mit Shift nicht beschleunigen oder so, wo ich beim zu Fuß ja rennen kann. Hab's eine Hupe. Haben hier Service rufen. Tanken. Okay, hier haben wir, bevor ich zum Tanken, das mache ich erst hier, Handbremse, Lichter. Ha! Lichter haben wir auch, sehr schön. Ja, immerhin. So, jetzt müssen wir rein theoretisch in diese Richtung fahren. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht fahren, das mache ich absichtlich. Man kann nicht alle Führerausweis haben und weiß es alles fahren können. Aber eigentlich sind die, also muss ich sagen, die Umgebung sieht ja gar nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. So, ja, und du ziehst ihn nur drüben. Ich fahre jetzt mal hier querfeldein ein. Gleich mal die Geländetauglichkeit anschauen. Und ich habe das Gefühl, ich muss es selber hin wie vorhin wieder. Ah, hinten ist angezeigt. Das ist exakt dasselbe Wort. Ach Gott. Also ganz ehrlich, zu Fuß war ich schneller vorhin, oder? So, ich sehe jetzt auch gerade nichts viel. Ich frage mich gerade, kann man in die Bäume reinfahren? Okay, jetzt habe ich sie überstanden. Ja, nee, ist nicht ganz dasselbe Wort. Ich war vorhin da hinten rechts. Nicht mehr hier links. Müsste da vorne habe ich einen Pfeil, habe ich einen Pfeil. Ich überlege jetzt gerade, weil ich jetzt aussteige. Wenn ich jetzt wieder wechsle, dass ich hoffentlich hier rauskomme und nicht in die, da wo ich jetzt vorhin eingeschrieben bin. So. Zack. So, da bin ich wieder. Okay, wo ist mein Auto? Der rollt auch weiter. Gut. Gehen wir zum ersten Baum. Wir haben gelernt. Jetzt will ich noch schauen. Ich vermute, dass wirklich der rote Punkt anzeigt, wenn ich in Reichweite bin. Ja, Tatsache. Jetzt ist er weiß, jetzt kann ich sägen. Also ich muss wirklich auch so nah ran an den Baum, dass mir das weiß angezeigt wird.
Und dann ist der ideale Punkt, um zu sägen. Frage mich eigentlich, ob ich eigentlich für Säge auch Benzin brauche. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen? Der Schnitt hat sich verändert. Er sägt jetzt viel tiefer beim zweiten. Vielleicht ist das Zufall, aber das werde ich mir gleich beobachten, ob beim nächsten Baum das gleich aussieht. Ja, jedenfalls muss ich sagen, das Spiel wird wohl ziemlich viel Geduld auf sich bringen, wenn man bedenkt, ich kriege für diesen Auftrag gerade 7.500. Und ja, ich hatte es vorhin 22.000, konnte mir noch kein anderes Fahrzeug leisten. Sollen wir hier schon schauen. Beim nächsten, wenn ich den Auftrag fertig habe, hab ich 12.000. Und das erst billigste Auto oder Fahrzeug, das ein erst mir leisten könnte, das wäre der Sägetraktor für 65.000. Gut, die Frage natürlich jetzt, kriege ich für den Auftrag gleich viel? Oder zumindest ist das Wissen. Ich sehe gerade hier steht noch der Ortsname. Jetzt ist die Frage, ist das der Ort vom ganzen Kaff oder auch der Ort, wo hier der Baum steht? Und da liegt er. Ja, und zum nächsten Baum. Wie für all die vielleicht die erste Folge gesehen habt, ich muss immer die Bäume ansägen, die markiert sind. Das ist auch in Wirklichkeit so, da werden die Bäume markiert, damit die Holzfäller genau wissen, welche Bäume gefällt werden müssen. Das entscheidet meistens der Förster. Und danach ist man sicher, dass nicht ein falscher Baum gefällt wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass einer unter Naturschutz ist und so weiter. So, wir beobachten mal, der erste Schnitt ist wieder gerade waagrecht und der zweite von oben querunter. Und beim folgenden Mal war der letzte Schnitt von rechts nach links eher ein bisschen nach oben verschoben. Jetzt vorher habe ich aber mitgekriegt, dass der ziemlich bündig war. Ja, wieder. Also da hat sich was geändert. Jetzt ist die Frage, hat sich der Schnitt geändert, weil ich jetzt besser stehe? Weil ich endlich gerafft habe, wie dieser Radar funktioniert? Oder ist es auch zufällig, weil es eine neue Mission ist, dass sie doch eine kleine Änderung gemacht haben, damit man nicht das Gefühl haben, sie haben nur eine Animation genommen und diese kopiert. Nein, das ist ganz geil. Also das will ich wirklich sehen, wie man das hinkriegt, so schnell also einmal zu entlasten. So, wir haben schon drei Bäume. Die Anzeige ist wieder mal ein bisschen im Rückstand. Jetzt kommt der dritte. Und der nächste Baum. Ja, es ist rot angezeigt. Jetzt geht er. Ja, und danach können wir gleich geradeaus laufen. Haben wir uns den letzten Baum auch noch geholt. Ja, ich würde mal sagen, ich werde jetzt noch das hier so durchmachen, diese Mission. Heißt, den nächsten Baum noch fällen. Dann mal abgeben gehen. Beziehungsweise muss ich eigentlich abgeben. Kann ich ja gleich weitermachen. Wenigstens das haben sie sich überlegt, dass ich nicht extra wieder ins Hauptquartier zurückfahren muss. Und mal schauen, ob die nächste Mission mir ein bisschen mehr gibt oder ob es halt wirklich heißt, Zähne durchbeißen und sich das Zeugs erarbeiten. Also grundsätzlich kann man gut nebenbei noch was machen, wie was lesen oder so. Immer kurz zum Baum hin, Anfang sägen, dann hat man seine 30 Sekunden Zeit, wo man sonst was machen kann. Bisschen kreativer benutzen. Gibt immer was zu erledigen. Ah ja, noch für die Kinder draußen, bitte geht nicht in die Nacht draußen und fällt in welche Bäume. Dafür braucht eine Ausbildung und es ist auch gefährlich. So, und der letzte Baum für den Auftrag. Wir sind bereits an Nummer 5 und er zeigt immer noch 3 an. Jetzt kommt der vierte. Ich kann mich nicht bewegen, oder? Kann man nach unten schauen? Aber ich kann den Schnitt halt gar nicht beeinflussen damit.
So, also eigentlich wird der schon fast fallen, wenn ich das jetzt so sehe. So ein bisschen Millimeter noch. Ah, und schau mal an, der Schnitt ist wieder anders. Ich glaube kaum so von der Sicht her liegt oder weil der Baum ist dünner ist. Aber es ist genauso wie vorhin wieder beim ersten Baum, also beim ersten Auftrag. So. Und der nächste Baum liegt und somit haben wir fünf. Bis da hier gleich die Meldung kommt, dass wir den Auftrag geschafft haben. Aufgabe erfüllt. Okay, ja, also tatsächlich, ich muss jetzt zwar sieben Bäume fällen, kriege jetzt aber auch mehr Geld dafür. Ja, okay. Kann mal annehmen, schauen, wohin ich da müsste für den Auftrag. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin. Ach du Scheiße, ich muss über den Berg weg. Wie komme ich denn bitte sehr dahin? Ah, Moment. Wieder die dumme Anzeige. Also ich frage mich echt, wer die Idee hatte, eine Karte einzubauen mit einer Art Pfeilsymbol und in dem der Pfeil nicht dahin zeigt, wo man gerade hinschaut. Also da muss ich echt sagen, haben sie sich überlegt. Wenn ich jetzt umspringe auf das Fahrzeug, wie sieht das denn aus? Okay, also wenn ich ins Fahrzeug steige, bin ich genau. Bin ich genau da, wo ich das Fahrzeug abgestellt habe. Aber wenn ich dann hier umsteige, bin ich genau da, wo das Fahrzeug war. Also das ist unlogisch, also gut Deutsch. Wenn ich jetzt aussteige, stehe ich hier. Kann ich in ganz x-beliebigen Ort gehen, wo ich will. Dann ins Auto umsteigen, bin ich wieder im Auto drin. Aber ich damit umschwere, bin ich nicht wieder da, wo ich vorhin war, sondern wieder da beim Auto. Also das ist ein bisschen nicht so wirklich logisch. Ja, ich kämpfe mit der Steuerung, man merkt man's. Oder es regnet wie Sau. In diesem Wetter schickt man keine Hunde nach draußen, nur Holzfäller. Und übrigens, ich habe auch gemerkt, ich muss der einsamste Holzfäller überhaupt sein. Es hat so Gebäude hier sogar ein Schwein oder zwei. Aber vom Menschen sieht man hier echt nix, ey. Wie ausgestorben das Kaff. Die Benzinanzeige geht sogar nach unten. Sehe ich jetzt gerade. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier einen Baum finde, wo ich dann sägen muss. Und wenn ja, dann ziehe ich dann gleich mal die Handbremse. Also man kann anscheinend durch Bäume durchfahren. Ich habe festgestellt. Müsste eigentlich jetzt hier schon die Markierung langsam kommen, wo ich sägen darf, kann. Da oben. Oh, sie haben sogar Windräder hier. Windenergie! Ja, grundsätzlich ist es egal, ob ich auf Straße fahre oder nicht. Ich darf mal eine große Kurve machen. So, jetzt mal schauen. Handbremse. Wenn ich jetzt drücke. Also hatte ehrlich gesagt keine Auswirkung. Also ich habe nichts bemerkt. So, wir sind beim Fahrzeug, wie gesagt, welche Aussteige bin ich beim Fahrzeug. So, haben wir den Baum. Den geben wir jetzt noch an Kragen. So, und zeigen wir mal. Ja, wir sind schon fast wieder am Ende der zweiten Folge vom Let's Play Holzfäller 2013. Wie gesagt, ich bitte euch, einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Vor allem, wenn ihr halt auch Fahrzeuge in der Baumfällaktion sehen wollt. Zurzeit habt ihr ja nur gesehen, ein Van, mit dem man rumfahren kann und halt die gute alte Kettensäge hier. Aber es hat noch weitere Fahrzeuge, die haben wir schon angeschaut. Im Shop sieht man es hier ja. Und ja, schreibt einen Kommentar, ob ihr gerne noch weitere Folgen sehen möchtet. Oder auch, ob ihr das Video gut gefunden habt. Ich würde mich auch über ein Like oder so freuen. Und würde dann sagen, mit diesem Baum hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt wieder Let's Play.